Zwei Häuser, beide gleich an Würdigkeit. Hier in Verona, wo der Schauplatz ist. Setzen Sie sich bitte. All diese Briefe werden hier beantwortet. Ja, genau. Und wir haben auch sehr viel zu tun. Also, wenn Sie gleich anfangen wollen. Als das mit den Briefen an Julia anfing, wusste niemand, was mit ihnen anzufangen. Sie wurden lange an den Grabsteinen des Klosters von San Francesco hinterlassen, wo man munkelte, dass sich dort Julias Gruft befindet. Liebe Julia, wieder bin ich am St. Valentinstag ohne Valentino. Ich warte nicht mehr länger auf meinen Ritter in schimmernder Rüstung. Ich bin gründlich entmutigt. Die meisten meiner Freunde denken, ich sei verrückt, weil ich immer noch an Märchen und romantische Geschichten glaube. Lieber Herr Sekretär von Julia, ich habe dieses schreckliche Problem, wie Romeo es mit Rosalinde hatte. Ich habe eine unerwiderte Liebe. Tag um Tag scheint es schlimmer zu werden. Mich jemandem anzuvertrauen, das fällt mir schwer. Ich habe niemandem davon erzählt, dass ich hier bin und was ich hier tue. Ich meine, was will ich hier eigentlich? Antworten in einem Mythos finden? Fast muss ich selbst darüber lachen. Aber so lächerlich ist das doch gar nicht. Schau dir die Briefe doch mal an. Die Liebe ist ein ganz großes Thema und unabhängig von Zeit, von Alter, von Geschlecht, von Religion, ob Krieg oder Frieden, es ist immer ein faszinierendes und präsentes Thema. Mich beeindruckt, dass seit Jahrzehnten die Sekretärinnen und Sekretäre vom Club Di Giulietta sich die Zeit nehmen, ehrenamtlich diese vielen Briefe zu beantworten und damit auch diese Briefe bzw. die Schreiber der Briefe ernst zu nehmen mit ihren Sorgen und mit ihren Problemen. Ich finde es unheimlich emotional und gefühlsvoll, wenn man einen Originalbrief liest und man genau weiß, dass der Schreiber so viel Gefühl in diese Worte gesteckt hat. Das ist unheimlich emotional. Also ich fand besonders spannend, dass es so vielfältige Briefe sind. Und am besten haben mir die von den Jugendlichen gefallen, weil die so naiv schreiben und gleichzeitig ganz viel Wahres sagen. Ja, also besonders beeindruckt haben mich die Briefe, die zeigen, wie sehr, ja, wie zerstörerisch die politischen und die gesellschaftlichen Verhältnisse in die Beziehungen der Menschen, gerade in die Liebesbeziehungen, eingreifen. Das Besondere für mich an dem Stück ist, dass es so, wie es jetzt am Ende geworden ist, nicht existiert hat, sondern erst gewachsen ist, dass wir es zusammen erarbeitet haben als Projektarbeit und dass jeder dadurch die Möglichkeit hatte, seine Erfahrungen und seine Gefühle mit einzubringen, weil das bei diesem Thema Liebe, Liebesbriefe sich angeboten hat. Und ich wollte das auch so, dass jeder seinen Teil dazu tut, seine Erfahrungen in Sachen Liebe. Und so ist von jedem mein Stück dabei und so haben wir das zusammen uns erarbeitet.